Was hast du denn da rausgesucht? World Hardest Try to Know. Oh Gott. Impossible 24. Ja, mal gucken, wie impossible das tatsächlich ist, weil teilweise sind die halt gar nicht so schwer zu schaffen, weil es halt wirklich einfach nicht lustig ist. Aber manchmal habe ich da schon so echt meine Probleme. Also wenn einer einen Controller gegen die Wand wirft, der ihm dann wieder, ach nee, Moment, das war nur der Schlappen, der ihm dann wieder zurück ins Gesicht fliegt, dann ist bei mir vorbei. Dann fange ich definitiv das Grölen an. Okay, dann gucken wir jetzt World Hardest Try Not to Laugh. Willst du da mitmachen oder nicht mitmachen? Lass mal versuchen, mitzumachen. Okay. Dann wird das jetzt katastrophal langweilig. Ich bin gespannt. Ja. Es ist ein bisschen zu leicht. Should we sing? Respekt. Hast du gesehen, wo der Kuchen gelandet ist? Ja, richtig rum auf dem Boden. Ja. Ich habe mit allem gerechnet, nur nicht das. Jugador, nos perdimos. Fue aquel. To the balls. Der Ball sucht seinesgleichen. Ja, und du hast 13 Sekunden durchgehalten. Ja, ich wusste, dass das passiert. Ich bin doch gar nicht gut in sowas. Tja. Okay, weiter geht's. Go for it. Well, it's safe to say he did get. Er rutscht aus und knallt links oder rechts in den Sumpf. Ich habe Oder sie. keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Füße rutschen nach links weg und dann nach links in den Sumpf rein. One, just not what he expected. Okay. Wow. That kind of friends that have your back. But I just don't know what Oops. the one was. Baby, can we take a break? Baby? Can you just wait on me? Damn. Okay, der Cut war echt gut. Dieser Schlappen wird nie wieder What's up, guys? bewegt werden. Welcome back to Big Nee. Casey Studios. Today, my mom told me to throw out the trash, but I'm a little scared because it's nighttime. But yeah, we're gonna do it. Cut the camera. I think we can all agree with his reaction. I guess she really wanted some money. Give me my money. Hä? Das war Cringe-Mobbing des Todes. Hä, warum hatten die bei der Kleinen denn nicht die gleiche Reaktion wie bei den anderen? Weil die verarscht haben. Das ist gemein. Ja. Das macht man nicht. Es spricht. Don't trip on the kayak. Ich bin mir sehr sicher, dass es das nicht machen sollte. Ach, stell dir mal vor, das Auto hätte eine Anhängerkupplung gehabt. Die wäre doch mit dem Kopf voll da drauf geflogen. Ja. Dann hätte die hier so einen Golfball. Also nur Eher andersrum halt, nach innen, nicht nach außen. so ein Donut.
Vor allem, wie entspannt er daneben steht mit seinem Handy. Was ist mit ihm? Ja, oh, Alter, wie die... Und er steht da, la 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 la. Ja. Was ist denn mit ihm? Er macht erstmal ein Foto. You know that saying, there's two sides to a coin? Thank you. I love you. Okay. Oh, Panera has rap. No, they told ich hab nicht gelacht. Ich hab eben gerade einmal gelacht, weil die da auf dem Boden gewinselt hat. Du bist gemein. Das war Situationskomik. Das war super. Ah, okay. Okay. Und du hast gerade bei dem kleinen Mädchen gelacht? Bei welchem kleinen Mädchen? Dass die Tür zugeschlagen hat. Ach so, ja. Okay. They don't have chicken Caesar wraps. They don't have what I want. There's nothing better than learning a message about sharing. This is how showing the views. Ich bin verwirrt. Ich auch. There's nothing better than learning a message about sharing when you're at the dinner table. Hey, mein. Hey, ich hab weg, wohin der Film wird. Man. Hä? Wie das, Mann? Oh, Mann. Ja, nein, Vicky, stopp! Hab nicht gelacht. Nö. Das sind Deutsche. Ja. Aua. Try to clip it off. And right here, we can finally understand why there's so many fights at family gatherings. You know, let me know. Was tun die da? Ich hab keine Ahnung. Wie riesig ist der Mensch, dass er da so weit drüber gucken kann? So in this room we have a shower, we have some soap sheets, and also the occasional visitor. Oh nein, nein, mach es noch nicht ab. $5. Wieso hat der Turnschuh bei genau sowas an? Ich weiß es nicht. Der hat Full Protection überall, außer an den Füßen. Da, wo die Scheiße wahrscheinlich landen wird. Mm. Or mystery gift. Mystery gift, easy. Mystery gift, alright. Mm-hmm. Scratch this and whatever's underneath is what we have to do. Okay. What? Some people say, come, or here boy. Then some do this. Shoot out. Theo, come on. Nun gut. Hä? What is that? That is a robot lizard. Spin it in a circle. Now I can only imagine what he would have done if she needed a pickle jar opened. Here's your milkshake. Actually, can I have a little whip? Woran merkst du, dass die Leute nicht vom Dorf kommen? Weil die Flaschen nicht aufkriegen? Ja. Ich wohne auf dem Dorf und ich kann es trotzdem nicht. Oh, mein herzliches Beileid dazu. Aber ich wüsste auch nicht, wozu ich das können müsste, weil ich trinke so selten aus Flaschen, die einen Kronkorken obendrauf haben. Das Ding heißt Kronkorken, oder? Ja. Ja.
Jedes Mal, wenn ich bei meinen Eltern bin. Ja, gut, wahrscheinlich ein Bier dann, oder? Nee, also nicht nur, sondern ganz viel Fassbrause und sowas. Gut, trinke ich auch alles nicht. Okay. Tja, dann. Alkoholfreie Sektflaschen sind zwischendurch mit einem Kronkorken verschlossen. Trinke ich auch nicht. Tja, dann hast du, dann brauchst du diesen Skill nicht. Richtig. Bonne. Oh, of course, yeah. Maybe a little more. Yeah. Unsere Was? Generation sind verloren. Das fällt dir erst jetzt auf? Oder Die müssen Amerikaner für sind uns die einfach. Rente bezahlen. Obwohl, die waren, glaube ich, nicht mal viel jünger als ich. Wollte ich gerade sagen. Ja, komm, dann sind die auch nicht so viel jünger als du. Ja, doch, mindestens 10 Jahre. Wie alt bist du nochmal? 32. Ja, okay, gut, 22 kommt hin. Ich hätte die wahrscheinlich sogar noch jünger eingeschätzt. Oh, ja, das Video war doch Hm. letztens. Haben wir das letztens nicht schon geguckt? Nee. Habe ich das Wow. denn gesehen? Und Ich glaube, dann habe wahrscheinlich ich das auch. auf TikTok Ich gesehen. wollte gerade sagen. Ja. This machine just threw more shade than a beach umbrella. Only one rider. It's the only one rider. Only one Oh mein Gott. Das war sehr gemein. Na, ich glaube eher weniger. Was? Wieso? Wenn du auf eine Maschine drauf gehst und so viel wiegt, dass die Maschine sagt, dass nur einer da rein soll, ist das schon ziemlich gemein. Finde ich jetzt nicht. Die Maschine sagt dir literally, dass du fett bist. Ja, sollte sie auch. Also, so sehe ich das. Das sage ich als fette Person. Bei mir hat die wahrscheinlich auch ausgelöst. Aber gut, da geht es auch immer irgendwo um Sicherheit, deswegen. Ja. Und Gesundheit muss man ja immer vorziehen. Deswegen darf man auch von Maschinen gemobbt werden. Ist ja jetzt nicht so, dass die Maschine gesagt hat, du bist ein fettes Schwein, geh hier runter. Ja. Sie hat es nur impliziert. Ja. Ja. Sag mir, dass du fett bist, ohne mir zu sagen, dass du fett bist. Genau. Also was anderes ist es, wenn du random zu Leuten mit Übergewicht gehst und denen sagst, dass sie fett sind und abnehmen sollen. Das würde ich auch nicht lustig finden. Oder nett. Nee, das geht auch gar nicht. Ich habe mal einen Spruch gehört, den fand ich eigentlich relativ gut. Sage den Leuten nichts, was sie nicht innerhalb der nächsten 5 Minuten ändern können. Wenn einer zum Beispiel irgendwie müffelt oder so, dann kann man sagen, ey, hier, Deo ist gerade vielleicht ganz cool, aber dann halt auch nicht vor allen, sondern halt irgendwie zur Seite ziehen oder so. Aber Ja. Sachen, die man nicht in kurzer Zeit lösen kann, muss man nicht unbedingt ansprechen, weil meistens wissen die Personen das tatsächlich selber. Ja, es gibt für mich da nur eine oder so ein paar Ausnahmen, wo ich, sag ich jetzt mal, keinen Respekt mehr dann habe und sowas nicht respektieren würde. Und das wäre dann, wenn die Person komplett, wie kann man das gut beschreiben? Sie sieht das überhaupt nicht ein? Kann man das so sagen? Also, Meinst du?
wenn jetzt der Typ eben gerade in dem Fahrzeug sich übelst drüber aufgeregt hätte und gesagt Ach hätte, so, ja. Ich bin doch gar nicht dick und wie kann das angehen und, dann hätte ich gesagt, du bist halt fett, fertig aus. Aber ja. Ja. Ja, doch, doch, ich weiß, was du meinst. Hallo Crazy, hi, hi, schönen guten Abend. Hallo Crazy. Ja, das ist, also wenn sich Leute da so drüber aufregen, dann würde ich auch sagen, ja, es ist nun mal die Wahrheit, ohne dass das böse, es ist ja nicht böse gemeint. Aber ich würde nie im Leben auf die Idee kommen und zu jemandem hingehen und ihm sagen, dass er fett ist. Ja, ja, aber das ist mit allem, außer der hat nationalsozialistische Tätowierungen auf seinen Körper. Zu dem würde ich dann trotzdem hingehen und sagen, dass er seinen Scheiß bedecken soll und sich verpissen kann. Ja, ja, da bin ich bei dir. Danke für den Follow, Crazy. Dankeschön, Dankeschön und willkommen im Rudel. Bin, glaube ich, das erste Mal hier reingestolpert. Was treibt ihr hier so für Dinge, ihr Schlingels? Wir schauen uns gerade Videos an und versuchen, naja, also es ist eigentlich Try Not to Laugh. Nach 13 Sekunden hatte ich schon verkackt. ja, das war ein bisschen bitter. Freitags ist immer so der React-Tag und je nachdem, wie viel, ich wollte jetzt gerade sagen, wie viel wach ich noch habe, wie wach ich noch bin und wie viel Lust ich noch habe, zocken wir danach immer noch ein bisschen was. Ansonsten streamt der Kopf noch weiter und zockt danach definitiv noch was. Genau. Ja, und dann machen wir direkt weiter mit semi-betrunkenen Menschen im Fahrstuhl, die es nicht schaffen, Dinge aufzuheben. Oh nein, das wird vielleicht noch lustiger. Was war das? Nichts. Ach so. Denen würde ich zum Beispiel sagen, dass sie hart betrunken sind und ihren Scheiß zusammenkriegen sollen. Meine Arbeitskollegin, die hat mir das heute erzählt, die kam ins Büro und hatte das Gesicht auf einer Seite so blau-grünlich und hatte überall Schürfwunden. Oh no. Die, ja, also es war Matinee bei uns und die hat vielleicht es war ein bisschen was viel. Bei euch? Matinee, das ist so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas ist das. Irgendwas mit Karneval, glaube ich, oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Oh mein Gott, ja. Ja, die wollte erstmal was aufheben, was runtergefallen ist neben dem Tisch. Und dann geht sie runter und knallt mit der Gesichtshälfte halt erstmal voll auf die Tischkante. Und hinterher, als sie auf dem Weg nach Hause waren, ist sie hingefallen. Ihr Freund wollte ihr aufhelfen, hat ihr aufgeholfen, er ist hingefallen, dann wollte sie ihm wieder aufhelfen, dann ist sie wieder hingefallen und irgendwann lagen die nur noch auf einer Wiese und eine russische Oma kam vorbei. Oh, Kinder, ich kann das nicht mit angucken. Wo müsst ihr hin? Ich bringe euch jetzt nach Hause. so geil, wirklich. Oh Gott, das wäre mir auch so vielen Arten unangenehm. Ja, total. Aber sie hat auch gesagt, schade, dass davon keiner ein Video gemacht hat. Ich würde gerne sehen, wie wir da auf der Wiese lagen und 10 Minuten einfach nur gelacht haben. Ja. Aber die hatte wirklich, die sah so lidiert aus. Die hat überall blaue Flecken gehabt, überall Schürfwunden. Das halbe Gesicht war blaugrün. Ach, das war schon sehr lustig. Oh Mann. Betrunkene Leute. Ich habe jetzt übrigens fast eine ganze Tafel Schokolade gefressen. Fresssack. Absolut richtig. What do you want? I don't know. Pet him. No, Brady's gonna attack me. Well, that's one way of getting rid of all the foam. I got your cold brew right here. I actually asked for no foam. Oh. Did you just see that car that just came by? Oh my god, what car and where? Der Moment, really wenn cool? das Schokoladeneis heller ist. Dang it, I missed it. You have to pay more attention. Oh my god, I really. Oh my god. Das war sehr verwirrend. Was zur Hölle? Was habt ihr heute Schönes gemacht? Also, ich war erstmal
auf der Arbeit, dann musste ich zwangsläufig einkaufen, weil irgendwovon muss man ja leben, aber ich hasse einkaufen. Und dann war ich mit meinem Hund in der Hundeschule. Und das war sehr gut. Und jetzt sitze ich hier und esse Schokolade, während wir auf Videos reacten. Ich war arbeiten, dann habe ich 4 Stunden im Bett gelegen und dann habe ich Videos geguckt. And she? Ich hab mir auf die Lippe gewischt, Scheiße. No fucks. We all know at least one person that does this. Ich verstehe nicht, wie Leute das machen können. So, someone from. Bei mir ist das wahrscheinlich noch nicht mal physisch möglich. Bei mir auch nicht. Bei mir würde sich Ober- und Unterschenkel direkt wieder voneinander trennen. Ich bin froh, dass es gerade ein bisschen abgeschwollen ist. Bei mir hat es andere Gründe. Ich weiß gar nicht, wie ich mich richtig hinsetzen sollte, dass das funktionieren könnte. Ich kriege mein Knie gerade noch nicht so weit angewinkelt. Also, ich komme da dran, aber schaff's nicht ganz. Ah, nee. Okay, ich liege schon den ganzen Tag im Bett. Zu meiner Verteidigung. Nice. Voll gut. Hätte ich heute auch gern. Mhm. Und gestern. Frito-Lay, you need to be fired. I bought this yesterday. From Walmart. This is closed. Hold on. Ich hab nicht gelacht. 6 hours later. This gives new meaning to falling for you. Das geht schief. Also in beiden Fällen denke ich nur dumme Menschen. Also wer packt bitte seine Kopfhörer an einem Schlüsselbund? Wollt ihr tauschen? Das kommt ganz auf den Grund an, warum du im Bett liegst. Ja. Es gibt nämlich auch definitiv Gründe, im Bett zu liegen, mit denen ich nicht tauschen wollen würde. Zum Beispiel eine Schulteroperation. Obwohl, da lag ich auch die ganze Zeit nicht im Bett. Oder eine Knie-OP. Auch nicht lustig. Dann müsst ihr zu mir ins Krankenhaus kommen. Ja, genau deswegen. Das meinte ich nämlich. Was hast du angestellt? Also bei der Knie-OP lag ich auch nicht im Bett. Ich schon. Und ich habe mir nach der Narkose abends erstmal die Seele aus dem Leib gekotzt. Ich war nach der Kreuzband-OP, war ich in der Shisha-Bar und habe Shisha geraucht und ich habe ein Alster getrunken. Das hat mich so abgeschossen, dass ein Kollege mich nach Hause fahren musste. Oh, shoot. Nee, ich lag halt im Aufwachraum, so. Mein Knie tut weh, zack, Spritze rein. 5 Minuten später, mein Knie tut weh, zack, Spritze rein. Und das so 5, 6, 7 Mal. Und das hat mein Magen nicht so gut vertragen. Und abends, das war noch das Beste. Ich meine, ich hatte sowieso nichts im Magen, weil ich halt den ganzen Tag nicht gegessen habe. Und dann habe ich abends, wie auch immer die auf die grandiose Idee kam, aber die haben mir roten Früchtetee dahingestellt. Mm. Sonst kam halt alles postwendend wieder raus. Und meine Freundin saß da, da kommt Rotes raus beim Kotzen. Ich brauche eine Schwester hier. Ich so entspann dich, das ist der Früchtetee. Nee, du hattest einen Krankenhausaufenthalt wegen einer Knie-OP? Ja, ich war da 3 oder 4 Tage. What the fuck? Dazu musste man aber auch sagen, dass die meinen Knochen ja wieder aufbauen mussten, weil ich mir den ja platt gedrückt hatte. Ah, okay. Die haben quasi in den Oberschenkelknochen, da wo eigentlich dieser Hubbel drin sein sollte, haben die ganz viele Löcher reingebohrt, damit das Knochensekret da rausläuft und sich der Knochen wieder aufbaut. Ah. Ja, bei mir haben sie das noch nicht gemacht, weil sie erstmal alles rausholen mussten. Deswegen. Mhm. Ah, aber bis jetzt eigentlich. Bei meinen 8 OPs war ich nie über Tag im Krankenhaus.
Ja, doch, gut, die wollten mich halt auch ein bisschen da behalten, weil private Zusatzversicherung, da können sie halt Geld rausholen, ne? Ja, eine OP nix. War ich 3 Tage im Krankenhaus, aber das war's. Hm. Nichts Produktives, bin die Treppe runtergeflogen im Schwimmbad. Mm. Aua. Das klingt aber auch nicht so geil. Ich hoffe aber mit dem Arsch zuerst und nicht mit dem Kopf zuerst. Weil Kopf ist echt scheiße dann. Wobei ich beim Arsch zuerst davon ausgehen würde, dass man da nicht ins Krankenhaus kommt. Naja, also da kannst du ja trotzdem. Man tut sich halt irgendwo anders noch weh, aber. Ja, aber Kopf, denke ich mir. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, dann war es definitiv Kopf face zuerst. First. Dann bin ich mir sicher, dass es nicht der Arsch war. Ja. Oh, shit. Ja. Oh, das ist echt kacke. Ja, das, ja. Müsst ihr irgendwen anderes fragen, wie es war. Oh. War das denn heute oder war das gestern? Obwohl, wenn du den ganzen Tag schon im Krankenhaus, dann wahrscheinlich gestern, ne? Ja. Oh, shit. Oh, das würde. Ah, nee. Oh, das ist echt richtig kacke. Gestern Abend, ja. Ja, dann wahrscheinlich da bleiben wegen Gehirnerschütterung und besonders, wenn man dann sich daran nicht erinnern kann, dann muss man halt unter Beobachtung bleiben. Ja. Aber wenn du schon wieder auf Twitch schreiben kannst und, dann bist du ja erstmal auf guten Wege vorwärts, nicht vorher. Vorher warst du definitiv besser. Oh Mann. Ja. Ich ahne Schlimmes, ich sehe ein Planschbecken. Mhm. Warte, du bist ausgerutscht. Obwohl doch Treppe runter. Ja, okay. Holy shit. Klingt unangenehm. Ja, hast du so ein menschliches Taschenmesser gemacht? Einmal so. Oh. Oh Gott, aber das ist, Alter. Und gebrochene Rippen ist richtig scheiße. Mhm. Also ich stell mal vor, dich bringt jetzt jemand zum Lachen. Das wäre natürlich hardcore scheiße. Mhm. Mir haben sie. Sicher, dass du dieses Video mitgucken möchtest. Also, ich hatte zwar keine gebrochenen Rippen, aber nach der Bauch-OP hatte ich noch komplett Gas im Körper, weil die den ja so aufgepustet haben. Und da wurde ich zum Lachen gebracht und das war nicht lustig. Da haben sie mir ein, wie heißt das, so ein Beruhigungsmittel gespritzt. Ja, wieso nicht? Also, wenn ich mir gerade vorstelle, dass ich mir so ein Video angucke, ich habe nach 13 Sekunden versagt mit dem Lachen, wohlbemerkt, und ich hätte die Rippen gebrochen, ich würde so im Krankenhausbett liegen. Au! Au! Kommt auf die Schmerzmittel drauf an. Vielleicht ist auch gerade echt super. Oh, ja, stimmt. Stimmt auch wieder. Und bei der Anzahl an Verletzungen könnte man sich vorstellen. Besonders bei gebrochenen Sprunggelenk. Das heißt, du wirst auch noch eine OP wahrscheinlich bekommen. Vor allem, und das war's dahinter, als wäre das nicht genug. Mhm. Oh, shoot. Oh, die OP war heute Morgen. Okay, ja. Dann kriegst du gerade feinste Drogen, nehme ich an. Nur den guten Stoff. Oh, shit. Oh, echt nicht geil. Nee, überhaupt nicht. Deswegen gehe ich in kein Schwimmbad. Oh doch, wir gehen bald ins Aqualand nach Köln. Nee, gerade geht es. Oh. Aber an sich ja auch gut, wenn man dann doch nicht so viel Schmerzmittel braucht. Ja. Ja, ist immer besser. Ich hatte Magenbeschwerden von zu viel Ibuprofen. Ja. So, weiter geht's. Mhm. Bist du mal beim Trampolinspringen falsch aufgekommen? Nein, aber ich habe sehr Angst davor. Und deswegen gucke ich so Videos auch nicht so gerne. Also, falsch aufgekommen meine ich eigentlich,
Du bist nicht wieder hochgebounced, sondern hast alles durch deine Wirbelsäule abgefedert. Und es fühlt sich an, als ob du 3 Tage Rückenschmerzen auf einmal hast. Oh nein, nein, das ist mir noch nicht passiert. Ja, ist super. Respekt. This granny clearly thought, well, how hot can these noodles actually be? I guess she found out the hard way. Und dann auch noch so viel. Ich glaube, ich weiß, warum du dir dein Sprunggelenk gebrochen hast. Weißt du, es gibt Leute, die sollten das mit dem Sport einfach sein lassen. Ich habe es vorletzte Woche Sonntag am eigenen Leib erfahren. Ja. Also zumindest mit bestimmten Sportarten. Und für mich gehört Fußball jetzt definitiv dazu, zu den Sportarten, die ich leider Gottes nie wieder in meinem Leben ausführen kann. Nee, das lasse ich nicht. Ja, gut, ich kann es halt auch irgendwo verstehen. Ich musste mich auch 4-mal verletzen, damit ich es gelernt habe. Vielleicht. Ja. Physical kick. I'm funny then. Is it bad? Ich hasse diese Sound-Edits. Ja. Ich bin ja noch ein Jungspund, das verheilt. Mhm. Und dann 15 Jahre später hast du Arthrose im Knie, weil du dir die Meniskus und das Kreuzband zu oft gerissen hast. Das wird mir wahrscheinlich auch bevorstehen, ja. So. Ist geil. Ich kann nur empfehlen, mehr schlafen als vorher. Was hat Schlafen mit Arthrose zu tun? Im Schlaf heilt dein Körper. Also regeneriert sich. Und je weniger Schlaf du hast, desto weniger regenerierst du dich, so gesehen, ja, ne? Und wenn ich zu wenig schlafe, tun meine Knie weh. Schlafe ich vernünftig, tun meine Knie nicht weh. Oh, wow. Ja. Seid alt hier, wenn man fragen darf. Ich bin 26 und erst 32. Ja. Aber das erste Mal, als ich mir meinen Knie zerschossen habe, war 2018. Wie alt war ich da? Das war vor 6 Jahren, ne? 20. Mit 20 habe ich mir das erste Mal mein Knie zerschossen. Oh, ich 2004. Ja. Da habe ich mir das erste Mal den Meniskus gerissen. 2006, ja. Den links 2004, rechts 2006. Ha, nice. Aber verhalten tue ich mich wie 12. 19 bis 21. Ja, das höre ich öfter. Sei froh. Ich bedanke mich an dieser Stelle jetzt einfach mal. Weißt du, was richtig bitter ist? Nein. Meine Freundin wurde im Penny, am Rewe, als sie Feuerzeuge kaufen wollte, nach dem Ausweis gefragt. 25. Oh, das ist doch nett. Die meinte das ernst. Jackie musste ihren Ausweis holen, ansonsten hätte sie ihr die Feuerzeuge nicht verkauft. Ich finde das wirklich nett. Ah. Biologisches Alter 54, 28 Jahre verheiratet. Ehe ist wie Krieg und zählt doppelt pro Kind 5 Jahre dazu, 4 Kids. Oh, wow. Okay. Gut, so kann man natürlich auch zählen. Ja. Warte, ich muss gleich mal ein Bild dir schicken. Viel Spaß, bin 17. Ja, okay, mit 17 ist das natürlich schon krass jung. Jo. Da würde ich es wahrscheinlich. Also, ich meine, ich habe jetzt mit 26 ausgelernt, dass ich es vielleicht einfach lassen sollte, nachdem ich mir jetzt das 4. Mal das Knie verletzt habe. Obwohl, das letzte Mal habe ich es halt nicht operieren lassen, weil ich keine Lust und keine Zeit dafür hatte.
Bei dem Bild sehe ich doch eindeutig... Holy shit, ich hab dich erstmal gar nicht erkannt. Viel, viel älter aus. Das übel, oder? Ja, das ist krass. Ja, das war Anfang des Jahres. Was zur Hölle? Ja gut, es machen halt auch viel die Haare, ne? Ja, auf jeden Fall. So. War das der Tag, an dem sie abkamen? Ja. Warte, ich kann dir auch das Folgebild davon zeigen. Ich bin gerade am Lernen. Ich mache die Ausbildung zum Pflegefachmann. Naja, dann hast du ja jetzt beste Gesellschaften. Oh, das war gemein. Es tut mir leid. Hey, du siehst literally 5 bis 6 Jahre jünger aus. Einfach nur, weil ich Haare abgeschnitten habe, ne? Ja, es ist so ultra krass. Oh mein Gott, mir wäre das so... Obwohl, ich habe mich auf der Arbeit operieren lassen, also ist das jetzt auch kein Problem. Vor allem, wirst du angesprochen. Du, der PC hier funktioniert nicht. Und darüber wird deine Beatmung gesteuert. Willst du jetzt noch was übernehmen oder machst du das später? Und du liegst da auf den Tisch, komplett splitterfasernackt und hast... eine Wolldecke über dir und denkst dir so, fickt euch. Oder stell dir mal vor, da kommt dann einer so rein, ach übrigens, die Software für die Beatmungsgeräte funktioniert gerade nicht richtig, achtet bitte drauf und meldet Fehler an, nicht an ihn, er schläft gleich, aber an irgendjemand anderen, der zuständig ist. Das sind alles meine Kunden, oh Gott. Oh ja, das fühle ich. Das fühle ich richtig. Ich leite den IT-Helpdesk in einem Krankenhaus bei mir hier. Und habe mittlerweile 5 Leute unter mir. Yeehaw. Uhu. Ja, das war... Und weil du als Support und Helpdesk halt im Haus unterwegs bist, kenne ich da halt wirklich von Anästhesisten bis Ärzte, kenne ich verdammt viele Leute. Das heißt, du hast vormittags hast du den Termin zur Vorbesprechung der OP für deine Schulter und eine halbe Stunde später gehst du zum selben Arzt, weil du während des Gesprächs mit ihm Termin vereinbart hast, um sein PC zu reparieren. Oh wow. Das ist auch super. Aber so kommt man halt bedeutend schneller an Termine ran. Ja. Die Nachricht war an dich gedacht. Bitte guck, dass alles funktioniert für das Überleben. Das geht. Ich habe heute gelernt, vor 20 Jahren hatten Beatmungsmaschinen noch keine Akkus. Wenn dann Stromausfall war, musste der Anästhesist pumpen. Und jetzt ist das nicht mehr ganz so schlimm, aber trotzdem. Ihr habt doch auch Notstromaggregate bei euch in der irgendwo im Keller stehen, oder nicht? Ja, das schon, aber du hast ja einen Umschaltmoment. Und dann ist halt für 30 Sekunden keine Sauerstoffversorgung, blöd gesagt. Also, die sollten eigentlich... Ja, okay, gut, doch. Ja, wenn ihr eine USV dazwischen habt, dann sollte das eigentlich reibungslos gehen, weil dann schaltet der erst auf die USV um und dann, sobald die Stromaggregate reingehen, geht die USV wieder raus. Dann geht das schon ohne Versatz, dass da, also dann ist die Spannung halt durchgehend da. Ja, nur deswegen haben alle Beatmungsmaschinen und so weiter alle jetzt interne Akkus. Das macht absolut Sinn. Ja. Ja, 3 Minuten kann das hier ohne Sauerstoff, bis die ersten Zellen absterben. Oh, Kacke. Stell dir mal vor, da sitzt dann einer neben dir im OP mit so einem Handy-Timer. Also so langsam wird es kritisch. Wir haben nur noch so 20 Sekunden übrig. Nee, der Timer springt wirklich an. Oh. Wenn die Sauerstoffversorgung nicht läuft, fängt die Maschine an zu piepen und der Timer springt an. Ich meine, gut, irgendwie müssten ja die Leute, die da im OP sind, Bescheid wissen, wann, wie viel Zeit sie noch so haben, ne? Ja.
Das Schlimmste, was Sinn. Ich bis jetzt im OP gesehen habe, war, wo sie die Decke mit einem Wischmopp sauber gemacht hat. Was ist passiert? Ich habe keine Ahnung, was sie operiert haben, aber... Es hat gespritzt. Es hat gespritzt. Cool. An die Decke. Und du läufst da so als 24-Jähriger in den OP rein, hast noch nie ein OP von drin gesehen und jo. Ja, lieber. Nee, also ich gebe mir lieber eine Vollnarkose, als 2 Stunden zuzuhören, wie die meinen Knochen wieder zusammenbauen. Das hat mir schon gereicht, als sie mir durch den Finger gebohrt haben, um da Metallstäbe reinzusetzen. Und das hat nur eine 1/2 Stunde gedauert. Das könnte ich nicht. Ich lasse mich immer direkt wegschießen. Auch bei meiner Weisheitszahn-OP. Die haben mich direkt weggeschossen. Ich wollte das gar nicht. Oh Gott. Das, nee. Nee, könnte ich nicht. Mm-mm. Nee. Wenn ich mir überlege, dass sie bei meiner Weisheitszahn-OP, die haben die Zähne nicht rausgekriegt, weil die nicht nach oben standen, sondern so komplett seitlich halt. Die haben die geviertelt, um die da rauszukriegen. Warum? Man spürt doch nichts. Nein, aber man hört alles. Und ich habe zu viele Videos auf YouTube gesehen. Ja. Aber gut, vielleicht bin ich da auch, das Ding ist, selbst wenn ich das probieren würde, wäre ich wahrscheinlich sowieso nach 2 Minuten weg, weil ich einfach ohnmächtig werde, also können sie mich auch gleich wegnudeln. Nee, also wenn man die Chance hat, vernünftig mal zu schlafen. Ja. Das Beste ist das Wassereis danach. Ja, wollen wir mal weitermachen. Mhm. Oh. 5 dir jetzt die Leute ab? Oh, ich hab nicht gelacht. Kann es sein, dass du dumm bist? Yeah, at that moment so when Grandma realizes she left the stove on. Are you okay, ma'am? Guys, I don't know why my headphones are farting. That's the power button. Guys, literally every single time. Sie sollten das Geräusch nicht machen, oder? Nee. How do you take a selfie? She kept it in. Schön Standbild. War das weird? Oh Gott, die Ärmste. Oh, das eben gerade war weird as fuck. Ja. Sagen wir mal, wenn die das Narkosezeug spritzen, man soll bis 10 zählen. Ist es aber eine Lüge, weil ich schaffe es nicht mal bis 3. Ich hab tatsächlich bei meiner Weisheitszahn-OP keine Spritze bekommen, sondern ich habe die Maske aufgekriegt. Das war so, 10 sind mal bis 3. Ich war direkt weg. Also ich hatte bei meinem Anästhesiegespräch denen gesagt, dass ich das Propofol sehr, sehr gut verarbeiten kann. Und wenn die das zu früh rausnehmen, ich dann direkt aufwache. Die haben mir 2 Spritzen zweieinhalb reingejagt, bevor ich ausgenockt war. Oh wow. Bei die Maske bekommst du aber kein Schlafzeugs. Also ich habe ziemlich gut geschlafen, nachdem die mir die Maske aufgesetzt haben. Naja, wenn du die volle Dröhnung Lachgas reingibst. Also ich habe definitiv sehr gut geschlafen. Ich habe definitiv sehr gut geschlafen und ich habe keine Spritze bekommen, bin ich mir sehr sicher. Naja, die hast du bekommen, als du ausgenockt warst.
Oder so. Aber ich hatte nirgendwo irgendwie ein Pflaster oder so. Okay. Also ich habe wirklich, also ich habe nur die Maske aufgehabt. Weil sonst hätte ich auch hinterher irgendwo ein Pflaster gehabt. Aber da war nichts. Man weiß nicht, in was für einer Klinik du warst. Also wenn sie das Garagentor aufmachen mussten, um dich in den OP-Saal zu schieben, war das eindeutig kein Zahnarzt. Nein, das war ein Kieferchirurg. Ein offizieller, wohlbemerkt. Ist auch nicht gut, wenn der in der Garage arbeitet. Nein, hat er nicht. Oder im Campingzelt im Garten, das ist auch nicht gut. Ja, dann gucken wir mal, was die Lady hier macht. As long as she could. But then, just couldn't take the stupidity any longer. Oh, Moment, wir wollten nicht lachen. Er ist verwirrt, ich bin verwirrt. Lass uns zusammen verwirrt sein. Das wäre mir auf so vielen Leveln unangenehm. Ja. In der Gartenhütte, wo der Rasenmäher und die ganzen Bohrmaschinen stehen. Ja, natürlich, irgendwie muss er ja die Zähne klein kriegen, ne? I can't believe that they had the confidence to try this with Iron Mike Tyson. Back up a little bit, Uncle Mike. All right, okay, so we're gonna do it here. Me and him are gonna do it first. Can I get in here? All right. Okay. All right, so okay. We're all gonna cheer, okay? Okay. Just give me my money. Yeah! Just give me my money. Yeah! Get money. Es ist nach wie vor unangenehm. Es sorgt für physische Schmerzen. Und ich kann verstehen, dass Crazy jetzt wegläuft davor. Ja. Holt sich bestimmt jetzt einen guten Schuss. Was besorgen, lachen tut weh. Er holt sich wirklich einen Schuss, oder sie? Crazy holt sich einen Schuss. Das ist ja crazy. Habt ihr so ein Elektrohalsband für Hunde zum Erziehen, die eigentlich verboten sind in Deutschland? Nein, haben wir natürlich nicht. Okay, das hättest du dir gerade mal um dein Handgelenk machen müssen und dann Jackie hätte auf Strafe drücken müssen. Der war so... Wir haben ein Elektrohalsband, aber es wird nicht für den Hund genutzt. Informationen, die man vielleicht nicht mit dem Internet teilen sollte. Nein, wir haben so eins natürlich nicht. Das wird jetzt out of context geschnitten. Ach, Piper la Pup, ist doch sowieso nur crazy da. Ah, scheiße. Warum sage ich das, Spawn Zuschauer? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Guten Abend, Zuschauer. Ja, Zuschauer, mich kann man auch nicht mehr erziehen. Deswegen bin ich Ausbilder geworden und erziehe andere. Don't do it. One, two, three, four, five. Muss er da nicht reinpusten und bis fünf zählen? Das war auch der Beifahrer. Ich bin sehr verwirrt. Was nichts Neues ist auf diesem Kanal, aber... Oh Gott, das ist, als wenn man den Teufel Weihwasser brauen lässt. Oh ja, es kommt nur Kacke bei rum. Siehst du das? Das so, als würde der fahren? Ja. Weil die in England sind. Nee, die sind nicht in England. Ja?
Ja, die stehen doch alle auf der rechten Seite. Die würden doch sonst auf der linken Seite stehen. Hast recht. Tja, da ist die Bus wohl rausgeflutscht. Ich habe das erst jetzt gelesen, was da unten drunter steht. Hm. Oh Gott. Ist das so ein Magersuchts- Ja, ich glaube Prevention schon. Prevention-Ding? Ja, ich glaube schon. This how niggas pulling up buying weed, nigga. Watch out, watch out, what's up? What's up? Es heißt nicht BMW, es heißt bayerische Motorenwerke. Have you ever seen a man turn into a sprinkler? Well, you have now. Das ist Wahnsinns. Der wird gleich voll kotzen. Deswegen hat der Sprinkler gesagt, das kommt ihm garantiert aus der Nase raus. Naja, oh, Freund, ich weiß nicht, ob ich mein Lachen unterdrücken kann. Ja, Zuschauer-Essstörung meinte ich, genau. Da fängt schon an zu weinen, dem kommt schon... Ja. Ich weiß nicht, was mich mehr verstört, der Clip von vorher oder der Name von dem TikTok-Account. Dog Girl? Mm. Mit dem Zug, Golfball, Gartenschlauch. Hm, ja. Was für ein Problem hat die jetzt? Was sind das für Geräusche, die da rauskommen? Die Druckentlastung vom Benzintank. Wenn man das nicht weiß, ist das ultra verwirrend, muss ich zugeben. Okay. Also ich weiß auch nicht, dass das solche Geräusche macht, aber... Vielleicht hat sie den Tankdeckel aber auch einfach nicht richtig zu und dadurch entstehen dann die Geräusche. Viele Autos haben überhaupt keinen Schraubverschluss mehr. Das ist auch der größte Rotz, ehrlich. Ich hatte das in meinem alten Peugeot im Winter. Ich stand eine Dreiviertelstunde an der Tank und habe diesen scheiß Deckel nicht aufbekommen, bis jemand mit WD-40 kam, dem Deutschesten vom Deutschen. Und dann konnte ich wieder drehen und tanken. Weil ich war kurz vor empty und das wäre schlecht gewesen, wenn ich da jetzt hätte wegfahren müssen, ohne zu tanken. Dann haben wir noch meinen Schlüssel heiß gemacht mit einem Feuerzeug, damit das Schloss wieder gängig wird. Oh Gott. Ja, das war ganz furchtbar. Vor allem, es war halt auch alles aus Metall, ne? Der ganze Tankdeckel war aus Metall. Ich musste es aufschließen mit meinem Autoschlüssel und ich konnte es halt einfach nicht drehen. Es ging nicht. Das war sehr bitter. Das ist ein Gastank, nicht Sprit. Okay, das weiß ich nicht. Ich wäre jetzt von Sprit ausgegangen. Weil. Nee, das sieht eher aus wie Erdgas. Aber wir sind in den USA. Na und? Die fahren doch sowas doch nicht.
You sure about that? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich hätte gewettet, das wäre ein 6-Jähriger vorbeigekommen und hat den Tank aufgemacht. Maybe. That's not normal. There's no way there's a cat! On the top of this. Is it a real cat? It can't be a real cat. That can't be. Natürlich ist es eine echte Katze. Was soll es denn sonst sein? Ein Waschbär oder was? Maybe. You will never know. Aber die bewegt sich halt auch keinen Millimeter, ne? Ja, doch, hat sie. Watch, wait. I can't. Wait, right here, watch. Right here. Hold on. Right. Hold on. Right here. Der hört sich an wie ein Meerschweinchen. Also die Lache. Okay, ich hab's wieder. Ja, ja, ein bisschen. Oder wie ein Zebra. It's my favorite. What is she doing? What is this? What? It's like my last brain cell. She just... Ja, wie er gesagt hat, er hat seine letzten zwei Gehirnzellen verloren. Ja. Oh Gott! Hä? Da ist so wenig und doch gleichzeitig so viel passiert. Ja. Responsibility for insistence. Umbrella become. Hey, my lucky number is matching up. 1, 2, 3. Ja, Schule das halt. Das macht man nicht. Das macht man nicht. Das ist auch nicht lustig. Gruppenzwang. Hm. 4 at 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3. Nein. 1, 2. Nein. What? 1, 2. Bro, I'm a f***ing stroke. 1, 2. Nein. 1. Now we all know there's always that one dad at every school. Come on, Zay. Yes, sir. We talking about it. We talking about it. Xavier Webb. Oh Gott, ich wäre gestorben. Das wäre mir so peinlich gewesen. BB Crazy. Oh, das wäre mir so peinlich gewesen. Ja, der ist doch gerade. Der war doch gerade flüchtig. Der wollte weg. Oh, ist das peinlich. Oh, my boy. I see you, boy. I see you, boy. Der so. Alright, here's the buffet. Just gotta wait now. It's not gonna take long. Oh, dude, they're already coming. Oh, they already know, bro. They already know. Oh, they already know. Ja, voll die lustige Idee. Abgesehen davon, dass das Zeug, was sie da draufgelegt haben, für die Tiere tödlich sein kann. Also wenn die da Butter draufgelegt hätten, was für die Tiere bestimmt ist, wäre das sehr lustig. Oh my god! What the shit? You're gonna die today, Jake. Don't fucking open it! Wahnsinnig, die kommen noch rein. Here's what I painted. Here. Hold it. Okay, now look at it. Here. Oh, this is cute though. It's not bad. It's really good. You know, jetzt kommt ein Strichmännchen. Here's the picture of the bear. Let me see it.
Naja, nicht so ganz getroffen. Die Lache. Oh Gott. Erst ein frühes Sprötchen an der Küste. Ja, ich glaube, da hast du dieselbe Experience. Ja, ich glaube auch. Als was arbeitet die Dame? Jetzt klingt das so, als müsste ich überlegen, als was ich arbeite. Projektmanagerin? Projektleiterin bei einem Energie- und Wasserversorger im Bereich Gas, Wasser, Strom und Glasfaserversorgung. Genau, aber auch erst seit dem 1.7., weil ich seitdem erst mit dem Studium fertig bin. Genau. Yes. Ich finde das solche Videos absolut anstrengend und unangenehm. Ja, viele Szenen da drin. Nee, jetzt dieses explizite, was wir gerade gesehen haben. Ach so, ja. Aber nur wegen der Beschleunigung. Da hätte man auch Cuts setzen können, ohne dass die Stimmen so piepsig sein müssen. Ja. Obwohl es das schon lustig macht. Nee. Doch, ich find's lustig. Körperlich tot. Ich find's super lustig. Ich nehme einen Pfund Glasfaser mit Zwiebeln, bitte. Zuschauer, wo kommt das jetzt schon wieder her? Ich weiß nicht, ob du die Glasfasern haben möchtest, also essen möchtest. Danke fürs Zusehen. Links findest du eine YouTube-Empfehlung und rechts die React-Playlist. Vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Wir sehen uns Freitag im React wieder ab 18 Uhr mit Money zusammen. Tschüss.